Mal gucken, was wir hier finden, Schönes. Da kommen wir nicht. Nö, ist soweit nichts. Hier unten ist auch nichts, ne? Ja. Gehen wir da nochmal rum. Da ist und das noch was. Alles schön mitnehmen. Behälter. Na dann gehen wir jetzt nach da. Also irgendwas müssen wir hier finden. Sollen wir hier finden. Hier scheint auch nichts zu sein. Na gut. Anlage 2. Das ist da, ne? Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Den Überlebenden zufolge haben die Cat von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Wir gehen jetzt hier rum. Aber oben könnten wir auch. Da müssen wir ja auch noch mal rein. Sollen wir erstmal oben reingehen? Wenn wir von hier aus nach oben kommen. Ich glaub, hier die Überbrückung funktioniert, aber. Sam, wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung durchgeführt. Wieso das denn? Das verhindert doch nicht, dass etwas reinkommt. Es verhindert, dass etwas rauskommt. Pathfinder, ich habe genügend sensorische Daten, um ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Okay. Vielleicht können wir die Kette ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Ich versuche nur, unsere Optionen durchzugehen. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren hierauf nicht vorbereitet. Das ist immer sehr viel zu lesen. Gehen wir nach unten. Oder ist hier noch was? Jo. Lexi, hier ist noch eine Tote. Verstanden. Ich warte auf Ihren Scan. Habe ich gemacht? Habe ich. Gut, jetzt können wir natürlich nach hinten, nach, ne? Jetzt können wir da reingehen, wo wir rein wollten, ursprünglich. Erstmal hier. Hier irgendwas? Sekundärterminals. Hier haben wir keinen Zugriff. Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Okay. So, hier war nichts. Hier ist es viel zu ruhig. Station. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Den Berichten zufolge wurde die Evakuierung durch die Cat gestört. Pathfinder, zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, wow, nicht so schnell. Negativ, Harper. Wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähert sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße. Wo ist das Vieh?
Erstmal das Teil. Das ist mir ein bisschen zu groß. Wer kommt hier hoch? Oh, ich habe kaum noch Leben. Ich will das Riesenvieh erstmal machen. Ja. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig. Wo ist dieser dieses Vieh? Egal. Hinter ihm. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Wo bist du? Ich will dieses komische Vieh. Oh, ernsthaft? Oder ist das schon tot? Von wo? So, der ist tot. Nee, da ist nur einer. Sie da nicht etwas? Die Cat zum Beispiel? Na komm raus, Kleiner. Komm. Na komm, jawohl. Oh, der ist noch nicht tot. Ist immer noch da. Jetzt ist er nicht mehr da. So. Ich auch. Das war's? Wir haben's geschafft! Kein Wunder, dass Anlage 2 gescheitert ist. Puh. Egal, wie beständig sie sein sollte. Oh Mann. Okay. Erstmal das Vieh scannen, wenn man es noch scannen kann. Natürlich nicht. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Sollte nicht, zurück. Dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Oh, da hinten. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein. Was zum Pathfinder? Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. West Porter M. Haben Sie das mitbekommen, Lexi? Ja, Pathfinder. Vielleicht ist er da in die Richtung gegangen. Ich habe die Unterlagen aktualisiert. Mann. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das hier oder ein langsamer Tod wie in Versprechen. Schluss mit den düsteren Gedanken, Liam. Okay, zu scannen gibt's nichts. Dann gehen wir jetzt einfach hier dran. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut, aber es fehlen Teile. Das muss... Teile für das Projekt von Anlage 2. Check. Sorry, ich hab zu schnell weggemacht. So. Mehr war hier nicht, ne? Ne. Es überrascht mich, dass die Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. So, diesmal werden wir es hinkriegen. Und nochmal einen Überblick verschaffen. Und da hinten ist noch was. Ein Container oder so. Wir müssen immer noch die Leichen finden und das ist hier das Schwierige. Ich habe noch nicht alle gefunden. Warte mal, vielleicht ist er ja in diese Richtung dahin. Wo ist mein Auto? Ich will das jetzt wissen. So. Ich will es wissen.
hier eine Leiche? Nein. Ich auch nicht. Nee. Ach Mensch. Da hinten war noch was, ne? Ne, da waren wir gerade. Da ist noch ein Container. Also Cora, von diesen Asari-Elite-Soldatinnen hört man ja alles Mögliche. Hört man oder sieht man in billigen Action-Videos? Ja, jedenfalls. Diese Jägerinnen jagen, sie sabotieren, sie führen Attentate aus. Alles offiziell sanktioniert. Und das fanden Sie in Ordnung? Ja, fanatische Citadel-Gegner eliminieren oder das Krisenteam später das Blut aufwischen lassen? Da hat man nicht wirklich die Wahl. Kommt man da rein? Oh. Nein, kommt man nicht. Unbenutzte Fähigkeitenpunkte. Vergessen, dass ich das ja auch noch hab. Boah, 16 Stück. So, jetzt mache ich das ja erstmal. Okay, Gesamtschaden, alle Stärken, Radius, nee, Gesamtschaden. Dauer, Aufladetempo, ich würde das Aufladetempo nehmen. Kombo-Dimensionsschaden, verschießt zwei Projektile verschiedene Ziele. Ja, das nehme ich. Sturmangriff. Oh, wir haben auch nur noch einen. Genau, Sturmangriff ist cool. Mich habe ich jetzt schon. Oh, erstmal das, weil ich möchte Schildschub. Ja, den Schildschub will ich, aber der braucht ein paar Punkte zu verteilen. Wie viele braucht der? 18. Oh ja, super. Schrotflintenschaden. So. Liam. Zurück. Hier auch nochmal Chaosangriff. Und dann könnten wir hier noch die zwei machen. Achso, ja, das hier sind die Favoriten. Das könnte ich mir jetzt so speichern hier. Aber es lädt auf. Es lädt einfach zu blöde immer auf, wenn man wechselt. Also bringt einem das im Prinzip überhaupt nichts. So. Erster Mörder. Auto, wo bist du? Müssen wir jetzt wieder da lang. Hier gab es einst jede Menge kluge Leute. Und wir sind ihre Nachfolger. Oh, Martha. Beständigkeit ist mehr als nur ein Name. Es ist jetzt unsere... Ja, ich habe meinen Führerschein bestanden. Sieht man das nicht? Ja, jetzt gehe ich ins Wasser. Okay, so klappt das nicht. Bei der Verteidigung dieses Außenpostens gestorben. Und wir haben... Wer? War da noch eine Leiche? Zur Not muss ich mir andere Videos angucken, damit ich das wieder nicht finden sollte. So, geschafft. Haben Sie schon mal einen Befehl nicht befolgt, Cora? In Hier ist Chief Reynolds gestorben.
Die Sandstürme haben die Leiche längst begraben. Ich schlage einen Scan vor. Okay, machen wir. Karkins. Pathfinder, hier ist ziemlich tief ein Panzerungsteil begraben. Eine Beinschiene. Laut Scan befinden sich die Knochen und Knochenfragmente daran. DNA als Chief Reynolds identifiziert. Seine Leiche wurde vermutlich in Stücke gerissen. Dann wurde der Chief also Karkin-Futter. Der Kreislauf des Lebens kann grausam sein. Die übrige Panzerung liegt entweder verstreut herum oder wurde in ein Nest gebracht. Das Brustteil und sein Universalwerkzeug könnten seinen Tod erklären. Dann suchen und scannen wir weiter. Okay, machen wir. Hallo? Noch ein Panzerungsteil. Chief Reynolds Helm. Die Suche geht weiter. Gucken, ob hier noch mehr Sachen sind. Nicht, dass ich andere Dinge hier irgendwie verschwitze. Wieso steige ich die Seite aus? Wir steigen eigentlich immer die andere Seite raus. Pathfinder, der Scanner hat Chief Reynolds Brustteil geortet. Bestätige Einzelschuss. Waffentyp nicht bestimmbar, aber der Eintrittspunkt war auf dem Rücken. Ausgangswunde in der Brust. Soweit wir wissen, stand Nilken vor dem Chief, als er abdrückte. Sein Schuss hat ihn also nicht getötet. Das Universalwerkzeug des Chiefs verrät uns vielleicht mehr. Ich habe ja die neue Fähigkeit, ne? Es resoniert jetzt. Wahrscheinlich mit dem Gewölbe. Noch irgendwo was? Hier ist nix. Naja, okay. Oder das hier? Nein. Also hat sich das im Prinzip gar nicht wirklich gelohnt. Ich darf jetzt nicht mehr so oft raus, ohne an einem... Ja, wir sind ja gleich da. Und dann muss ich so ein Außenposten-Dingern hier... Aber ich setze mich mal eben noch mal kurz richtig hin. Ich verrutsche hier immer so. Das ist total blöd. So. Empfange weitere Panzerungsbruchstücke. Ich glaube, es handelt sich um eine Spur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Möglicherweise befindet sich dort das Nest. Okay. Was wird diese da vorne sein? Es ist wirklich ein Karkennest. Mhm. Ausschwärmen. Moment, ich helfe gleich. Brauche ich gar nicht helfen. Na gut. Umso besser. Was ist denn da? Ist da oben? Hm. Meine Lebenserhaltung geht ziemlich bergab. Oh. Bestätige Ausrüstung der Initiative, einschließlich Universalwerkzeug von Security Chief Hiram Reynolds. Wenn Sie es einschalten, kann ich die Daten übernehmen. Datenzugriff.
Der Chief hat zum Zeitpunkt seines Todes einen Scan durchgeführt. Der Scanner hat 2 Schüsse registriert. Der erste wurde von einem Standardgewehr der Initiative abgefeuert und verfehlte. Der zweite kam von hinten. Eine Impulswaffe der Cat. Das beweist, dass Nilken unschuldig ist. Er hat Reynolds nicht erschossen. Scheint eindeutig zu sein. Gute Arbeit. Pathfinder, es gibt noch eine Audioaufzeichnung. Dann spiel sie ab. Mann! Wo ist Nilken? Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Das klingt wie... Bestätige. Stimme als Verdächtiger Nilken identifiziert. Er hat den Chief nicht getötet. Aber er wollte ihn töten. Ich muss noch mal mit dem Mann reden. Na super. Auch wieder so eine verzwickte Lage, wo wir dann wahrscheinlich 100% wieder entscheiden müssen, was mit ihm passiert. Weil im Prinzip ist er unschuldig. Er hat ihn nicht getötet. Aber er hatte es vor. Ja, da ist, glaube ich, noch nicht so gut. Da ist, glaube ich, noch Gefahrenstufe. Was ist das? Komponentenbergen. Ja, dann machen wir das jetzt und dann machen wir den hier. Den Aufklärungsposten. Dann kriegen wir auch unser Leben wieder und so. Oh, ist schon eine schöne Aussicht, oder? Mal zurück. Mal kurz ein Bild machen. So. Das Blöde ist, wenn ich Alt drücke, geht das hoch. Falsch rum. Wo wollte ich hin? Da. Ich mag es, über Dünen zu springen und mit allen 6 Rädern in der Luft zu sein. Wir sind so gut ausgerüstet wie nur irgendwie möglich. Ist hier noch was? Gil hat den Nomad perfekt auf EOS eingestellt. Noch mehr von Pibis Relikt-Technologie. Was piept denn da so? Na ja, gut. Boah, ich darf nicht mehr so viel draußen sein. Ich muss jetzt wirklich mal... Dort vorne ist ein Shuttle der Initiative. Es sieht ziemlich mitgenommen aus. Das sollten wir uns mal ansehen. Wenn auch nur, um sicher... Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Ist nicht zu scannen. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Ich hab doch erst 2 Komponenten, oder nicht? Ich gehe jetzt erstmal zum Aufklärungsposten hier. Bevor ich irgendwas anders mache. So, wer wäre da vorne? Da. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Ja, sehr schön. Anlage 2, da müssen wir zur Anlage 1. Nee, wir drehen einfach jetzt hier um. Da wieder so komisch fahren. Das will ich auch nicht. So, da lang. Oh, hier rum. Brav. Toll. Super. Gehen wir es an! Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ich glaube, das war's. Ja, war's auch. Ihr erster Außenposten. Er hat bestimmt eine besondere Bedeutung für Sie. Ich hoffe, Prodromos wird hohe Maßstäbe setzen. So, perfekt. Ich bin echt gespannt, was die Initiative aus diesem Planeten machen wird. Perfekt eingepackt. Wieder mal. Ich bin einfach gut im Autofahren. Das ist halt eben... Ich kann da ja auch nichts zu.
Gehen wir zur Forschungsstation. Mal sehen, was wir haben. Oh no? Was ist... Hä? War das alles? Forschungsstation gehen. Forschungsstation. Dann müssen wir doch noch eins. Die eins hatte eine Forschungsstation. Mann. Was ein Durcheinander. Ich soll jetzt was erforschen, oder wie? Okay. Denn sie sagt ja nicht umsonst Forschungsstation. Oder ich habe wieder irgendwas total verpeilt. Also hier meine ich, war eine. Okay, und was soll ich jetzt hier forschen? Oder soll ich irgendwas erstellen? Keine Ahnung. Viper, wie viel Schaden habe ich denn jetzt eigentlich? Sonst würde ich mir das hier erstellen, weil da habe ich hier genug. Und der ist vielleicht nicht so das... Ich habe keinen Überblick, das ist das Blöde. Ich mache mir die Viper jetzt. So. Ich guck jetzt. Egal. Wir machen das jetzt so. So. Ausstattung. Präzisionsgewehr. So. Ja, jetzt ist ja alles andere ist jetzt natürlich ziemlich rot. Ja, also Magazingröße, maximale Munition, Feuergeschwindigkeit. Aber ich werde die nehmen. Der Schaden ist höher und... Oh, jetzt habe ich hier Präzisionsgewicht. Reservemunition. Was haben wir hier? Präzision 14. Was haben wir hier? Auch 14. Ja, nehmen einmal das. Von dem anderen, ne? Die Haken hier sind von dem anderen. Und das wird dann von da weggenommen und hier reingesetzt. So. Wie viel Schaden hat die denn? 400 und... Naja, so schlecht war sie jetzt nicht, ja. Das lassen wir jetzt so. Aber ich will ein anderes Präzisionsgewehr. So, mal eben kurz... Jawohl, das ist das, was ich wollte. Ohne Rückschlag. So. Jetzt können wir gucken, was wir wollten, nochmal hier machen wollten. So, wir müssen jetzt hier noch diese komischen... Huch. Und da gehen wir vom Aufklärungsposten aus hin. Und retten deren Ehre. Oder halten sie davon ab, was sie machen wollen. Irgendwie sowas. Auf. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Keine Spur von diesen Arbeitern. Aber irgendjemand hat seine Ausrüstung zurückgelassen. Moment. Ich habe hier einen offenen Kommkanal. Oh, leicht verdientes Geld. Zeitangabe. Sobald sich die elektrische Ladung aufbaut, haben wir ein paar nette, gehorsame Relikte. Diesmal.
Oh, jetzt habe ich... Sorry, ich wollte das nicht abbrechen, aber ich habe hier eine Zeitangabe, sehe ich gerade. Da müssen wir hin. Machen wir das schnell so. Wir haben eine Zeitangabe. ...gebeten hat, auf Eos eingesetzt zu werden und konnte nicht anders. Ich musste einfach lächeln. Es ist eine harte Welt, aber man kann sich an alles gewöhnen. Man muss es nur versuchen. Die Leute wollen hierher kommen. So, wie sie auch nach Andromeda kommen wollten. Der Unterschied ist nur, dass sie jetzt wissen, was sie erwartet. So. Na komm, wir haben eine Zeit. Haben wir noch Zeit? Helfen Sie uns! Bitte! Ja, wir sind ja hier. So. Können wir das mal austesten? Schon viel besser. Nee, war's nicht. Geht doch mal mit euren Birnen da weg. Mein Gott. Vielleicht doch in den roten? Was ist denn da noch? So. Hier war nichts mehr, ne, oder? Mit den Überlebenden reden. Okay. Mal eben speichern. So, wo sind sie denn? Da unten. Das ist schade. So, hier. Lauf nicht weg, bleib stehen. Junge, ich will mit dir reden. Renn doch nicht weg. Perfektes Timing. Danke für die Hilfe. Ist Ihr Experiment mit den Relikten etwas schiefgegangen? Okay, wer hat gequatscht? Kasparek? Ja, darauf wette ich. Diese Relikte könnten unsere Felder pflügen und uns vor den Cat beschützen. Sie kontrollieren sie doch auch. Also warum sollten wir es nicht tun? Wie viele Leute müssen verletzt werden, bevor sie mit diesem Unsinn aufhören? Der Pathfinder hat recht, Jennings. Ach, na schön. Aber sie können uns nicht immer beschützen, Pathfinder. Wir brauchen hier draußen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Und das war's jetzt? Perfektes Timing. Danke für die Hilfe. Ja, bitte, bitte. Okay. Das war's. Wieder eine gute Tat. So, nochmal speichern. Und da sind wir auch wieder am Ende meiner Aufnahme. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Ich weiß auch nicht, warum. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Wetter. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.